Danke. Ja, wie gesagt, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, das Projekt mal wieder in einem weiteren Kreis präsentieren zu dürfen. Wie schon gesagt, also mein Name ist Rainer Simon, ich komme vom Austrian Institute of Technology, bin dort eben Softwareentwickler und Informatiker und arbeite jetzt seit geraumer Zeit zusammen mit Kollegen aus ganz Europa eigentlich an einem Projekt namens Pelagios. Hauptsächlich zu erwähnen, weil Liv Isaksen ist der Projektleiter, der ist jetzt an der University of Lancaster. Er ist Archäologe und Informatiker, hat auch seine Brückenfunktion in unserem Projekt und der sozusagen also der geistige Vater hinter der ganzen Sache ist. Elton Parker von der Open University ist ein Klassizist, also der repräsentiert so einen Domänenexperten in einem der Bereiche, wo wir auch begonnen haben mit dem Projekt. Paul Di Sotto ist ebenfalls Klassizist und sozusagen auch mein Gegenstück jetzt in den letzten Projekten immer gewesen. Ich als Techniker, er ist der Historiker. Auch noch neu an Bord unser Frischling Andrew Lindley seit der aktuellen Projektphase, die jetzt im Jänner begonnen hat, ist Andrew mein Kollege, der auch mit sich um die Technik kümmern wird und auch um den Aufbau der Community und so weiter. Ja, was ist Pelagios überhaupt? Oder besser gesagt, wie läuft der ab? Wie ist der Ablauf für heute geplant? Wie schon gesagt, das Ganze läuft in zwei Teilen ab. Ich hoffe, ich sehe Sie nachher im zweiten Teil alle wieder. Zuerst mal gibt es die Lunchtime Lecture, wo ich einfach mal so einen Überblick bieten möchte, was ist jetzt eigentlich Pelagios, das Projekt an sich. Dann Hauptfokus eine Tour unseres Software-Tools Recogito. Recogito ist ein Annotationswerkzeug, das wir in der letzten Projektphase von Pelagios eigentlich als internes Tool für unser Team entwickelt haben, um Ortsbezüge und Ortsreferenzen in Texten und Landkarten zu annotieren. Auf dieses Tool möchte ich eben näher fokussieren. Erstens, weil das derzeit auch mein Schwerpunkt ist aktuell. Also es entsteht gerade eine komplett neue, überarbeitete Version von Recogito. Und last but not least, weil das Tool ist, mit dem wir dann in der Nachmittagssession arbeiten werden und einfach mal so hands-on annotieren werden. Ja, etwas Zeit für Diskussion wird es noch geben. Im Rahmen der Lunchtime Lecture dann eben, wie gesagt, eine kurze Pause und dann werden wir loslegen mit der Hands-on-Session. Gut, was ist Pelagios? Also Pelagios, kurze Frage, vielleicht hat schon, wer von Ihnen hat schon mal davon gehört? Ah gut, so die Hälfte. Wie gesagt, Sie sind ja eigentlich schon Mitglied, es sind schon Daten von Universität Graz, die Abklatsche von der Grafischen Sammlung Münzen sind bereits mit aufgenommen. Also was ist Pelagios? Pelagios ist ein Projekt, wo es mehr oder weniger eine freie Initiative von Leuten, denen daran gelegen ist, Daten aus dem Bereich der Altertumswissenschaften mal ganz allgemein besser miteinander zu vernetzen. Also Daten, die bereits auf dem Web verfügbar sind, einfach besser austauschbar zu machen, besser auffindbar zu machen, einfach irgendwie besser zugänglich zu machen für Leute, die in der Domäne arbeiten. Wir haben sehr unterschiedliche Partner mit sehr unterschiedlichen Daten. Wir haben zum Beispiel Partner, die Inschriftendatenbanken betreiben, wir haben Textarchive als Partner, wir haben Datenbanken mit archäologischen Fundstücken und Fundorten, wir haben Museumsdatenbanken und so weiter. Also ein ganzes buntes Sammelsurium an Partnern, die auch heterogen sehr unterschiedlich sind. Inzwischen sind es um die 58 Partner aus 13 Ländern und die haben insgesamt 1 Million sogenannte Annotationen in dieses System eingespeist. Was diese Annotationen jetzt bei uns speziell bedeuten, das werde ich dann in ein paar Slides zeigen. Die Frage ist jetzt, wie kriegt man so unterschiedliche Daten irgendwie miteinander verknüpft? Da gibt es natürlich eine ganze Menge Wege, wie man sozusagen Interoperabilität herstellen kann. Aber der Ansatz von Pelagios speziell ist jetzt, über den Ort zu gehen. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Daten, aber der Ort und die Geografie, das ist irgendwo etwas, das verbindet alle. Also alles ist irgendwo. Archäologischer Fundort ist ein Ort, ein Fundstück wurde wo gefunden, Texte erzählen von Orten und so weiter. Das heißt, es ist irgendwie ein Kriterium, nach dem man Daten sortieren und verknüpfen kann. Und das ist eben speziell der Hintergrund von Pelagios. Vielleicht auch ganz interessant oder wichtig zu sagen, was wir nicht sind. Pelagios ist kein Datenaggregator, das heißt, wir sind nicht ein Repository oder so ein Europäer, wo die Leute ihre Daten reinspeisen. Das heißt, jeder behält seine Daten bei sich. Wir sind auch kein Standard-Datenmodell, wie vielleicht Zydox CRM, wo man sagt, okay, wenn ihr Daten habt, das ist die Art und Weise, wie ihr sie repräsentieren sollt. Das ist ebenfalls nicht Pelagios. Pelagios funktioniert auf einer sehr viel leichteren Ebene, würde ich sagen. Leaf nennt es ganz gern Connectivity through Common References rather than a Common Scheme. Das heißt, wir schreiben kein Datenschema vor, sondern wir schreiben mehr oder weniger nur eine Methode vor,
wie Leute Links erzeugen zwischen den Daten. Und zwar eben Links auf der Basis von Orten. Wie funktioniert das in der Praxis? Ich bringe es mal einem konkreten Beispiel. Hier haben wir so ein Beispiel von einem Stück digitale Informationen, die am Web verfügbar sind und irgendwas mit dem Altertum zu tun haben. In dem Fall ist es eine Google Books Seite aus einer englischen Übersetzung oder aus einer bestimmten englischen Übersetzung von Herodot, den Historien. Und der Text ist natürlich voll von Bezügen zu Orten. Also der Text erzählt von der gesamten antiken bekannten Welt, von damals Referenzen auf Athen, Sparta und so weiter. Die Idee hinter Pelagius ist jetzt, das zu annotieren. Das heißt, immer wenn ein Ortsbezug vorkommt, dann machen wir sozusagen mit dem Marker, mit dem Highlight-Marker wird es markiert, okay, hier gibt es Athen, hier gibt es Sparta, und dann kommt eine Spezialität dazu. Wir annotieren es mit sogenannten Gazetteer-Referenzen. Ein Gazetteer, bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein gutes deutsches Wort dazu gibt, auf Wikipedia wird es, glaube ich, als Ortslexikon schlicht und einfach übersetzt. Ein Gazetteer ist mehr oder weniger einfach eine Liste mit Orten. Gibt es seit Jahrhunderten in Form von Postbüchern und so weiter. Heutzutage gibt es natürlich digitale Gazetteers. Ihnen ist vielleicht GeoNames ein Begriff oder der Getty-Thesaurus. Das sind so typische Beispiele von digitalen Ortslisten. Ein anderer Gazetteer, den wir hier sehen schon angedeutet, ist Pleiades. Das ist ein Projekt von der New York University. Das ist ein Gazetteer, der ist speziell für antike Orte. Pleiades enthält eine Liste von um die 35.000 antiken Orten. Zu jedem Ort gibt es Informationen wie Namen, alternative Namen, Namen in verschiedenen Sprachen, Koordinaten und so weiter. Und das ist eigentlich gar nicht das Wichtige für uns. Das Wichtige für uns ist, dass Pleiades, so wie auch andere Gazetteers, jeden Ort eine eindeutige ID verpassen. Das heißt, jeder Ort hat eine eindeutige ID via Sozialversicherungsnummer, und nachdem es Web-Gazetteers sind, ist diese ID auch eine URL. Das heißt, ich kann diese ID als URL eintippen auf dem Browser und komme dort dann hin und kriege Informationen über den Ort. Das heißt, das sind sozusagen diese zwei Funktionen. Einerseits, wir haben eine Methode, um einen Ort eindeutig zu identifizieren, weil Athen gibt es mehrere. Aden zum Beispiel in Rom hat in der Antike auch den Namen Athen gehabt. Oder Alexandria, bestes Beispiel, gibt es eine ganze Reihe von Alexandrias. Das heißt, Namen sind nicht eindeutig, aber diese IDs, die sind es. Ja, Pleiades habe ich inzwischen schon erwähnt, ist wie gesagt ein Gazetteer, nicht der einzige Gazetteer, aber ist halt der Gazetteer, der für uns in Pelagios, nachdem wir in der Domäne Classic begonnen haben, war es für uns der erste geeignete Gazetteer. Wir dehnen uns inzwischen auch weiter aus, haben Partner mit Informationen aus anderen Bereichen als nur klassisches Griechenland und klassisches Römisches Reich. Hier dann ein Beispiel von eher sozusagen Material aus dem Mittelalter. Das heißt, man kann es auch mit anderen Materialien machen, man kann es auch nicht nur mit Texten, sondern auch mit Bildern machen, und man kann auch andere Gazetteers verwenden. Also hier zum Beispiel Past Place ist ein anderer Gazetteer, der derzeit im Aufbau ist in England, der speziell eben so als Mittelalter-Gazetteer sich positionieren möchte. Von ein bisschen einer abstrakteren Sicht gesehen, was hat man jetzt davon eigentlich von der ganzen Sache? Also wenn man es mal anschaut, wir haben hier unsere historischen Ressourcen, das sind Dinge, die am Web sind, und hier unsere Gazetteers. Die Dokumente können schon miteinander irgendwie verknüpft sein, weil es sind Webseiten, die haben natürlich Links. Genauso gibt es oben bei den Gazetteers meistens Links zwischen den Orten, also zum Beispiel Athen in Pleiades ist verknüpft mit Attika, weil Athen in Attika liegt. Also solche Verbindungen gibt es. Pelagios schafft jetzt einfach nur mehr Verbindungen. Also wir machen zum Beispiel eine Verbindung zwischen diesem Dokument und diesem Ort hier und diesem Dokument und diesem Ort hier. Und obwohl vorher hier keine Verbindung war, wissen wir jetzt, okay, wenn jemand dieses Dokument hier findet, dann könnte man ihm vorschlagen, hey, hier gibt es ein anderes Dokument, das könnte eventuell auch relevant für dich sein. Das heißt, hier baut man einfach weitere Verbindungen, die es vorher nicht gegeben hat. Gleichzeitig gibt es in Pelagios auch einen Mechanismus, um Gazetteers miteinander zu verbinden. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, hier ist Athen, so wie es in Pleiades drinsteht, und hier ist Athen, so wie es in Past Place drinsteht. Und die beiden verlinken ebenfalls aufeinander. Und so kriegt man wieder weitere Informationen und weitere Verknüpfungen. Also man kann sagen, okay, hier, dieses Dokument könnte vielleicht irgendwo auch relevant für dieses Dokument sein. Also man baut einfach einen größeren navigierbaren Graphen aus den sonst verstreut liegenden Ressourcen an. In der Praxis, was haben Leute bis jetzt mit dieser Basis gemacht? Also hier sind ein paar Beispiele, das Ganze ist noch eher jetzt im prototypischen Stadium und im experimentellen Stadium, aber es gibt schon einige Anwendungen, die sozusagen live sind. Hier oben zum Beispiel ist ein Beispiel von der Epigraphik-Datenbank Heidelberg.
wenn man dort nach einer Inschrift sucht, die epigraphische Datenbank Heidelberg hat ebenfalls eine ganze Reihe von Inhalten mit Pleiades-Identifiern versehen. Das man sieht dann hier, okay, diese Inschrift gehört zu diesem Ort in Pleiades. Und dann gibt es einen weiteren Link, wo steht Inhalte aus dem Pelagius-Netzwerk. Das heißt, das ist genau dieser Klick. Man klickt drauf, man kann weitere Dokumente annavigieren, die ebenfalls zu diesem Ort getaggt wurden oder die ebenfalls mit diesem Ort haben. Ein weiteres Beispiel auf der rechten Seite ist von einer Seite namens Open Context. Das ist eine Open Access Plattform für archäologische Forschungsergebnisse. Ist vom Frontend her eine Suchmaschine, das heißt, man sucht nach einem Ort, man sucht nach irgendwelchen Materialien und kriegt dann in der Seitenleiste so eine Anzeige, okay, hier gibt es zu diesem Ort noch weitere Informationen aus dem Pelagius-Netzwerk. Oder hier, das ist ein Beispiel aus I Saw Papers, das ist ein Open Access Journal vom Institute for the Study of the Ancient World an der New York University, also dort, wo auch der Pleiades Gazetteer selber angesiedelt ist. Die haben ein ganz nettes Leseinterface für die Papers dort am Web. Da kann man sozusagen mit der Maus über die Ortsnamen hovern und drüber fahren und da gibt man so ein kleines Pop-up-Fenster, wo dann ein bisschen extra Information über den Ort erscheint. Also das Pompeji in dem Fall oder zum Beispiel Alexandria wäre ganz praktisch, dann sieht man sofort, um welches Alexandria es sich handelt. Und drunter einen kleinen Link, ebenfalls weitere Informationen aus Pelagius. Also das sind so die Dinge, die dann mit diesem Netzwerk, das da entsteht, gemacht werden. Ja, ein weiteres Beispiel, das jetzt in der letzten Projektphase entstanden ist, das ist dann schon etwas verspielter oder ich glaube, es zeigt vielleicht auch ein bisschen mehr so, wenn man eine Menge Daten zusammenfasst, was man dann damit machen kann. Das ist eine Suchmaschine, in der wir jetzt mal alle Daten zusammengesammelt haben, die in Pelagius von den Partnern so publiziert wurden, die Annotationen genau genommen. Man sieht dann so jetzt sagen, okay, wie ist jetzt eigentlich die geografische Verteilung der gesamten Daten, wie ist auch die zeitliche Verteilung, das man oben an diesem kleinen Histogramm hier sieht, wie ist die Verteilung nach verschiedenen Aspekten, also Sprache oder Quelle, von welchen Datensets die Daten jetzt wirklich kommen. In der Suchmaschine kann man dann nach all diesen Facetten filtern, so filtert man zum Beispiel mal ein einzelnes Datenset von der American Numismatic Society, dann sieht man, okay, das ist die geografische Verteilung dieses einen Datensets, beziehungsweise auch die zeitliche Verteilung des Datensets oder ein anderes, etwas kleineres Datenset zum Beispiel. Und man sieht auch, wenn man genau schaut, sieht man da unterschiedlich große Punkte, man sieht auch, wo sozusagen die lokalen Zentren sind, also wo die meisten Daten verlinkt sind. In dem Fall ist es eben Antiochia, da hat in diesem Datenset sozusagen Antiochia der Ort mit den meisten Daten verknüpft sind. Weiteres Beispiel hat man eben auch Suche. In dem Fall ist ein Beispiel, das ich ganz gern verwende, der Tetradrachme. Das ist ein spezieller griechischer Münztyp und wir haben relativ viele Münzdaten drinnen im Moment schon. Also man sucht nach dem Begriff, man sieht sofort, okay, wie sind denn die Ergebnisse für den Begriff verteilt in Ort und Zeit. Wenn man jetzt irgendwo reinzoomt, zuerst mal sieht, wie sich so die Zeitskala etwas verändert. Das heißt, man sieht wirklich den zeitlichen Verlauf jetzt nur in Bezug auf die Daten im aktuellen Kartenausschnitt. Man sieht auch das lokale Zentrum Syrakus zum Beispiel. Während man weiterfährt, sieht man auch, wie sich die Informationen aktualisieren. Man sieht Vorschaubilder. Das sind eben alles Daten, die über diese Annotationen letztendlich und über ein gewisses Set an Metadaten von den Partnern zur Verfügung gestellt werden. Du kannst dann auch an der Zeit filtern. Man sieht dann, okay, nur in diesem Ausschnitt sieht man eben, wie sozusagen der Schwerpunkt ganz anders liegt, geografisch eher Griechenland, unser Koloniegebiet. Und wenn man dann sozusagen anfängt, drüber zu fahren durch die Zeit, dann sieht man erstmal, wie sich eben diese lokalen Zentren verschieben. Von Syrakus zum Beispiel eben wieder zurück nach Athen und Amphipolis zum Beispiel. Beziehungsweise man kann dann eben wirklich verfolgen, wie so der weitere Verlauf der Informationen über die Zeit ist. Und wie gesagt, Zeit ist mal ein Aspekt, aber eben das was hauptsächlich so dieses Vereinheitlichen dieser Daten möglich macht, sind von eben auch die Gazetteers. Ja, sozusagen nochmal wiederholt vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der Begriff DeepMap Ihnen schon mal untergekommen ist. Der wird ganz gern benutzt in Digital Humanities. Aber DeepMap, damit bezeichnet man so eine interaktive Karte am Web. Aber es ist eben nicht nur eine Karte, eine bildliche Karte, sondern man kann auch reinklicken und man kriegt mehr Informationen, kann so reinbohren und sieht, was dahinter liegt an Daten. Und der Leaf, der immer zuständig ist für die neuen Begrifflichkeiten, bezeichnet das System ganz gerne als eine Bottomless Map, weil es ist eigentlich eine Deep Map,
Ich kann hier raufklicken und sagen, okay, ich klicke hier rauf und sehe hier, okay, der Ort Delos hat 940 Referenzen. Aber wenn ich zum Beispiel morgen hier draufklicken würde, dann wären es vielleicht 942 Referenzen. Das heißt, es ist eine Deepmap, aber sie wächst, je mehr die Leute einfach Daten in das System reinspielen. Ja, wie gesagt, also Palladios war auch bis jetzt schon eine Serie von Projekten. Die letzte Projektphase, die im August geendet hat, hat den Namen Palladios 3 getragen. Das war ein 2-Jahres-Projekt. Wie gesagt, im August ist es fertiggestellt worden, finanziert von der Andrew Mellon Foundation. Und in diesem Projekt haben wir vor allem sehr viel Daten eben selbst annotiert. Wir haben verschiedene zeitliche Arbeitspakete gehabt, nach unterschiedlichen kartografischen oder geografischen Traditionen. Also wir haben einerseits mit lateinischen Texten gearbeitet, Römisches Reich, dann mit griechischen und byzantinischen Texten, dann die Christian Tradition ist es bei uns getauft worden, das waren sehr viele lateinische Texte, aber eben aus dem europäischen Mittelalter, beziehungsweise dann auch schon Landkarten und Manuskripte. Ein weiteres Arbeitspaket war, da ging es um Portolankarten. Portolankarten sind spätmittelalterliche Seekarten. Also wenn man irgendwo mal so eine Piraten-Seekarte sieht, also die Portolane kommen dem ziemlich näher, sind so ein bisschen das Vorbild zur klassischen Hollywood-Schatzkarte. Und zwei weitere Pakete, die wir dann nur mehr angefangen haben, das waren islamische Texte, aber auch islamische Karten oder arabische Karten und chinesische Texte und Landkarten. Ist jeweils von unterschiedlichen Leuten aus der Domäne gemacht worden. Mein Job, wie gesagt, als Informatiker, war die Entwicklung von einem Annotationstool namens Recogito. Damit möchte ich jetzt fortsetzen. Das ist das Tool, das wir ursprünglich eben entwickelt haben, um unsere eigene Arbeit zu machen. Hauptsächlich Pau hat sehr viel Annotationsarbeit gemacht, aber auch eben jeweils ein bis zwei Experten aus den speziellen Domänen. Und hier sehen wir eine kurze Tour durch das Tool. Also zuerst mal haben wir gesehen, so eine kleine Überblickseite mit den Dokumenten, also ganz leichte Dokumentenmanagement-Funktionen. Die Hauptansichten sind aber die Annotationsansichten. Das ist jetzt eben die Landkarten-Annotationsansicht. Da gibt es ein kleines Tool, mit dem kann man relativ schnell einfach mal Ortsnamen markieren. Also nur mal sehen, okay, hier ist ein Ortsname auf der Landkarte. Da kann man relativ schnell die Karte eben mal ansehen in hoher Auflösung. Dann anfangen, diese Ortsreferenzen zu taggen quasi. Man hat noch Funktionen, also wie gesagt, man kann zoomen und eben schwenken, so wie man es von Google Maps gewöhnt ist. Zusätzlich kann man die Karte auch drehen, was eben gerade bei Landkarten generell recht wichtig ist, aber auch bei den Portolankarten, wie wir dann auch sehen werden. Im Workshop werden wir vor allem an Portolankarten arbeiten, aber da gibt es noch viel zu tun. Kann drehen, da gibt es ja immer eine kleine Transkriptionsbox, hier kann man dann die Ortsnamen transkribieren. Da gibt es auch ein Assistenzsystem, das es zu dieser Zeit dieser Screencast noch nicht gegeben hat, wo aus einem Gazetteer, der speziell für diese Klasse von Karten entwickelt wurde, schon Vorschläge gemacht wurden. Das kann man dann, also kann Andrew dann herzeigen. Ja, dasselbe Interface gibt es dann analog eben auch für Text, wenn man schon mit digitalisiertem Text arbeitet oder OCR gelesenem Text. Einfach eine Ansicht, wo man ebenfalls durch den Text durchlesen kann und wenn man einen Ortsnamen findet, dann markiert man den einfach, so wie man es gewohnt ist, poppt der Popbox auf und sagt, wollen Sie das als Ortsname annotieren? Klickt OK und dann passt es. Das Tool hat auch weitere, das müsste jetzt kommen, genau, also man annotiert das, man sagt OK und dann poppt der Fehler annotieren, also sozusagen nach identischen Ortsnamen wird auch gesucht. Ja, das ist dann der dritte Punkt. Hier geht es dann, und das ist geht's dann so das Eingemachte, das ist das Interface, wo man dann zu den einzelnen Ortsreferenzen die entsprechenden Gazetteer-Einträge raussucht. Das möchte ich jetzt noch nicht so im Detail erklären, das werden wir dann nachher uns ansehen. Es ist auch der Teil, der sich wahrscheinlich am meisten verändern wird im neuen Tool. Aber hier hat man sozusagen mehr oder weniger eine Möglichkeit, durch die Ortsnamen mal listenweise durchzugehen. Und da hat man eine Suche in den Gazetteers. Und kann dann je nachdem, welcher Gazetteer-Eintrag am ehesten dem Ort entspricht, kann man das dann zuordnen. Es wird, muss ich auch dazu sagen, sehr viel automatisch gemacht. Automatik hat ihre Grenzen. Also es wird zum Beispiel automatisch vorannotiert, es werden automatisch Gazetteer-Einträge zugeordnet, aber es funktioniert nicht so besonders gut. Deswegen war bei uns immer im Vordergrund ein System zu haben, wo manuell kontrolliert wird. Also wo zwar der Computer vielleicht Arbeit abnehmen kann,
aber letztendlich die Kontrolle und die Hoheit liegt immer bei dem Editor, bei dem Menschlichen, der das dann tut. Ja, noch ein paar Zahlen, was wir im Projekt ungefähr damit gemacht haben. In Summe, das war wie gesagt eine 2-Jahres-Laufzeit, ich schätze, das Tool war nach ein paar Wochen mal so einer ganz, ganz groben Version einsatzfähig und dann ist es sozusagen weitergegangen. Sieht man auch hier ganz schön, da wo sich sozusagen die Art der Aufzeichnung ändert, da haben wir einfach sozusagen mal wirklich das Tracking erst eingebaut. Das ist, man sieht auch sozusagen, wenn man es weiß, wie die Entwicklung vom Tool weitergegangen ist. Der Sprung da, also das muss ich dir erklären, die grünen, also die obere Balken, das sind die Anzahl an Ortsnamen, die wir erfasst haben. Also alle, die wir sozusagen im Text getaggt haben, alle Kästchen, die wir in den Karten gezeichnet haben und so weiter. Die grünen Orte, das waren die Orte, wo wir wirklich einen Gazetteer-Eintrag zugeordnet haben, also handkontrolliert und wirklich von den Editoren abgesegnet, das sind sozusagen die echt guten Referenzen. Und die gelben, das sind so Fälle, das wird auch noch ganz wichtig sein, das sind Fälle, wo wir keinen Gazetteer-Eintrag für eine Ortserwähnung gefunden haben. Das heißt, man hat irgendeinen Ort, man durchsucht ein Gazetteer und man findet irgendwie keinen passenden Gazetteer-Eintrag. In der Regel liegt es daran, dass Gazetteers mehrere Einträge für einen Ort haben und man kann sie nicht genau entscheiden. Weniger oft passiert es, dass einfach ein Ort wirklich ein Gazetteer fehlt und dann gibt es noch so Spezialfälle, die man auch noch durchdiskutieren werden. Zum Beispiel, dass ein Ort, eine Ortserwähnung, zum Beispiel mehrere Orte referenziert. Also man hat oft so in antiken Texten hat man zum Beispiel Erwähnungen von der Ort und der Fluss namens. Da hätte man gesagt, okay, es geht jetzt um einen Ort und einen Fluss, die heißen gleich und der Autor in dem Text hat das sozusagen in einem erwähnt. Und wenn man das als Annotation macht, müsste man sozusagen eine Annotation mit zwei Orten verknüpfen. Das ging damals in Recogito noch nicht, das heißt, das haben wir uns sozusagen aufgehoben für später und einfach nur als Geld. Aber das war sozusagen der Fortschritt. 317 Dokumente, beinahe 130.000 Toponyme identifiziert. Inzwischen sind wir, glaube ich, schon auf über 150.000, weil die Arbeit weitergegangen ist. Die Hälfte ungefähr von diesen identifizierten Toponymen sind auch eben wirklich zugeordnet worden. Und wir hatten am Ende des Projektes 90 registrierte Editors, inzwischen sind da auch schon ein paar mehr dazu. Ja, eine weitere Sache, die ganz interessant war und die auch irgendwie mich jetzt so hierher bringt. Wir haben im Jahr 2014 das Tool quasi eingereicht bei den Open Humanities Awards mit der Idee, wir würden gerne Workshops machen. Und die Open Humanities Awards haben dann ein Budget zur Verfügung gestellt, wo wir mit dem Tool mit jeweils einer Gruppe Studenten einen Workshop, einen Annotationsworkshop abgehalten haben. Das war wirklich ganz interessant. Wir haben zwei solche Workshops, wie gesagt, abgehalten. Einen an der Universität Heidelberg und einen an der FH Mainz. Es waren jeweils so um die 25 Studenten, also 27 beim ersten Mal, ich glaube 22 beim zweiten Mal. Ganz gemischtes Publikum, Archäologie und Geografie in Mainz und Engineering, also ich glaube ja, Informatik und Archäologie, also sorry, Geografie und Archäologie in Heidelberg und Informatik und Archäologie in Mainz. Und ja, wir haben die Leute einfach mal angesetzt an unterschiedliche Dokumente, so wie wir es dann in der Nachmittagssession bei Ihnen auch machen werden. Da haben wir gesehen, was rauskommt dabei. Und es war eigentlich absolut faszinierend. Also wir haben enorm hohe Anzahl von Contributions reinbekommen, insgesamt über 14.000 Contributions. Die sind unterschiedlich gewichtet, muss man dazu sagen. Und hier sieht man auch schön, was sozusagen schnell geht und was mehr Aufwand verursacht. Wenn man Texte annotiert und einfach mal sozusagen nur die Ortsnamen markiert, das geht enorm schnell. Da haben die Studenten über 5000 Orte identifiziert. Auch in Karten geht es relativ schnell. Also wir haben heute einen ganz leeren Atlas mitgebracht. Und wenn wir schauen, wie viele tausend Edits sie zustande bringen. Und dann sieht man halt, dass die Tasks einfach schon schwieriger werden. Das Transkribieren geht schon wesentlich schwieriger. Es dauert einfach länger. Und dann der schwierigste Punkt ist eben das Auflösen von den Ortsnamen zu den Gazetteer-Einträgen. Da gab es noch tausend andere Aktionen, so typisch, wo jemand was löscht, wo jemand was korrigiert und so weiter, wo jeder Kommentare einschaltet. Ja, abschließend noch ein paar Screenshots von dem neuen Tool. Wie gesagt, das Tool, mit dem Sie heute arbeiten, ist sozusagen eigentlich schon veraltet. Sie werden sehen, es hat seine Macken, es hat noch einige Bugs drinnen, die wir auch nicht mehr fixen werden. Es kommt gleich was Neues. In schätzungsweise 2 Monaten wird es eine erste Version geben, wo wir in der kleinen Runde die ersten Leute dran lassen werden.
Das Interface wird einerseits mal ein bisschen schöner ausschauen, aber es werden auch einige Dinge, die früher einfach etwas buggy waren, die werden wesentlich stabiler laufen. Das ist sozusagen die Ansicht von der neuen Bildannotation. Das wäre dann die Ansicht von der neuen Textannotation. Zusätzlich wird das Tool auch flexibler werden, also sozusagen dieses eine Szenario Ortsnamen zu taggen, das war halt für das Projekt für Lagios 3 wichtig, aber als allgemeines Annotationstool ist es halt eher ein Spezialfall. Im neuen Tool wird es auch etwas mehr Optionen geben, das heißt, Sie können freier annotieren, Sie können Kommentare reinschreiben, Sie können nach wie vor natürlich Orte taggen und mit Gästetiers verknüpfen, Sie werden auch Personen taggen können und wahrscheinlich mit Normdateneinträgen verknüpfen können, Sie werden Ihre eigenen Vokabulare verwenden können. Da kommt eine ganze Reihe an Neuerungen mit der neuen Version. Ja, in wesentlicher Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also, das User Interface wird etwas hübscher werden, es wird mehr Optionen bei der Annotation geben. Es wird auch so sein, aktuell das Tool läuft so, wenn wir lassen auch andere Leute damit arbeiten, aber die brauchen mehr oder weniger uns persönlich dazu, die müssen uns kontaktieren und sagen, okay, könnt ihr uns dieses Dokument bitte raufladen? Wir laden es dann auf und wir helfen Ihnen. Beim neuen Tool wird es also ein bisschen einfacher sein. Also Sie können einen eigenen Workspace anlegen, es wird eine Webseite geben, wo Sie sich einloggen können, Ihre eigenen Dokumente verwalten können und mehr oder weniger unabhängig von uns. Also wir sind da nicht mehr so das Bottleneck. Ja, Versionierung natürlich, das heißt, das ist auch eine Sache, die gibt es jetzt schon, allerdings ist es etwas wackelig. Also, es wird alles versioniert im neuen System, es wird die Herkunft getrackt, wer hat was, zu welcher Annotation wann beigesteuert, da ist relativ schön aufgelistet. Und Sie können Ihre Daten natürlich jederzeit wieder exportieren. Das ist nicht eingesperrt im System, sondern es gibt immer mehrere Optionen, wie man die Daten wieder rauskriegt. Die Annotationen ohnehin, aber auch Text und so weiter. Ja, last but not least, wir haben derzeit jetzt, wie gesagt, im Jänner die neueste Projektrunde begonnen, ebenfalls wieder mit Funding von der Andrew Mellon Foundation. Da haben wir jetzt eine Webseite eingerichtet namens commons.pelagios.org, das neue Projekt heißt auch Pelagios Commons, und möchte eher so etwas wie eine Kommunikationsplattform zu allen Themen von semantischer Annotation und Ortsannotation bilden. Also, falls Sie das Thema interessiert, bitte mal vorbeischauen. Sie können einen Account anlegen und die Diskussionen, die Webseite gibt es seit ein paar Wochen, die Diskussionen sind schon am Laufen. Also es ist, glaube ich, schon eine echt nette Community-Seite, die da inzwischen entsteht. Ja, das bringt mich auch schon zum Ende vom Überblick über Pelagios. Und ja, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne jederzeit.